Leipzig rollt den roten Teppich aus. Zur Vergabe des Medienpreises Goldene Henne geben sich Stars aus Show, Musik und Sport die Ehre. Ostrock-Legenden wie City und Karat sind ebenso dabei wie Stargeiger David Garrett oder Comedian Matze Knob. Auch 4.500 Zuschauer kommen in die Leipziger Messe zu der Gala, bei der unter anderem die Kelly Family für ihr Comeback geehrt wird. Sie lässt andere Musikgrößen wie Adele Tawil hinter sich. Ich bin glücklich in meinem Leben und deswegen ist das, man macht die Musik ja nicht wegen den Preisen. Ein großer Gewinner des Abends stand schon vorher fest. Der aus Tschechien stammende Sänger Karel Gott wird für sein Lebenswerk geehrt. Ich bin selten in meinem Leben auf dem roten Teppich gegangen. Mit meiner Frau schon sowieso noch nicht. Aber ich bin sehr dankbar dem Publikum, dass sie mir treu geblieben sind. Zu den Preisträgern zählen auch Moderator Florian Silbereisen und Fußballweltmeister Toni Kroos. Die Goldene Henne ist Deutschlands größter Publikumspreis. Sie wird seit 1995 in Erinnerung an die Berliner Entertainerin Helga Hahnemann vergeben.